Und damit willkommen zurück bei Planet Zoo, der Konsolenedition auf der PS5. Ja, Freunde, ihr seht, bei mir ist Leere im Franchise-Fach. Wie soll ich sagen? Manchmal muss man den Mut haben, etwas abzureißen und etwas Neues zu schaffen. Und genau das machen wir heute. Es war vom Ansatz jetzt nicht so schlecht, was wir gemacht haben, wie wir angefangen haben. Aber ganz ehrlich, das Ergebnis hat mir nicht gefallen und deshalb werden wir das jetzt hier nochmal neu beginnen mit ein paar neuen Inspirationen und ich hoffe, damit fahren wir ein bisschen besser. Ja, dabei wünsche ich euch viel Spaß schon mal. Wenn es euch gefällt, natürlich lasst gerne ein Like, Follow oder ein Abo da, würde mich natürlich immer freuen. Ja, und ich glaube, hier haben wir jetzt alles und dann würde ich sagen, hauen wir mal rein hier, ne? So, wir sind wieder da. Moment, ich will mal ganz kurz hier die Bremse ziehen. Ganz wichtig. So, es gibt natürlich ein paar Sachen, die ich beim ersten Durchlauf überhaupt nicht gerallt habe. Ja, weil ich es einfach nicht wusste. Ich musste auch einige Tutorials von ein paar sehr netten und lieben Kollegen mir anschauen. Und das hat mir dann doch ein paar Sachen, ich sag mal, verdeutlicht. Nicht alles, ne, so ein bisschen was herausfinden will ich selber noch, ne, aber eben halt generelle Sachen, ne, hier angefangen zum Beispiel mit den Mitarbeiterwegen, wo die Gäste gar nicht lang gehen, ne, keine Ahnung von gehabt, null, ne, jetzt ja, das heißt, wir werden das hier jetzt auch berücksichtigen, damit fangen wir jetzt hier auch gleich mal an. Jetzt bauen wir erstmal hier schön weit weg vom Besuchereingang die ersten Mitarbeitergebäude. So. Jetzt machen wir hier, ich brauche ein bisschen Übersicht hier. Wir können später noch Bäumchen pflanzen wieder, aber jetzt brauchen wir das Ganze ein bisschen übersichtlich. So, das dürfte erstmal reichen. Dann fangen wir jetzt mal gleich hier mit den Einrichtungen an. Da gibt es jetzt natürlich keine großen Überraschungen. Bis auf die Quarantänestation werde ich jetzt so gut wie alles dahin bratzen. Als erstes am nächsten dran sollte natürlich immer die Tierhütte sein, meiner Meinung nach. Lass mal ganz kurz gucken. Wir machen das jetzt erstmal in der günstigeren Planet Zoo Standardausführung, sage ich jetzt mal. Okay. Ach so, ist schon hier richtig ausgerichtet. Sorry. Okay, das sieht gut aus. Dann machen wir das hier mal so, dass es einigermaßen dann auch einheitlich wird. Okay. So, da haben wir das Mitarbeitergebäude. Dann machen wir mal weiter mit dem Mitarbeiterraum. So, jetzt können wir uns ja schön hier am Raster orientieren, dass wir hier so ein bisschen linientreu bauen. Ich bin jetzt kein Perfektionist hier auf einen Millimeter und so, ne? Aber es soll schon so ein bisschen, na, ihr wisst schon, knackig ausschauen. So. Da haben wir die Werkstatt. Na komm. Weiter, 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 weiter. Boah, sieht einigermaßen einheitlich aus, ne? Zack. So. Jetzt gucken wir mal weiter. Mitarbeiterraum haben wir. Werkstatt haben wir gerade gesetzt. Handelszentrum natürlich ganz wichtig, kommt gleich. Jetzt will ich erstmal das Forschungszentrum hier einbauen. Na, okay. Tierarztpraxis, ja, für den Fall der Fälle. Jetzt ist eigentlich jetzt nicht so meine Top-Priorität, aber ja, ich möchte gleich mit einem Viechkram, sage ich mal, anfangen, das sich ziemlich schnell vermehrt. Wenn es da zu Krankheiten kommt, dann wird es schnell grassieren. Deshalb vorsichtshalber werde ich jetzt mal die Tierarztpraxis mitbauen. Allerdings Quarantäne lasse ich jetzt, wie gesagt, erstmal weg. So, dann haben wir hier noch das Handelszentrum. Und ich denke, das sollte jetzt alles weit genug weg sein, dass das unsere Besucher nicht jucken wird. So, jetzt mal gucken, ob ich hier irgendwas noch vergessen habe. Tierpflegehütte haben wir. Tierarztpraxis, check. Quarantäne, nein. Mitarbeiterraum, ja.
Forschungszentrum, habe ich das gebaut? Ja. Handelszentrum, warte mal. Forschungszentrum, Forschungszentrum. Da, okay, da ist das Reagenzglas. Sehr schön. Guti, wir brauchen Mitarbeiter. Da nehmen wir jetzt erstmal die Grundausstattung. Also, was brauchen wir? Wir brauchen eine Reinigungskraft. Bam. Lass ich mal ganz kurz weiterlaufen hier. Wir brauchen einen Pfleger. Et voilà. Ein Techniker. Sicherheitsdienst noch nicht, dafür ist das Ganze noch ein bisschen zu klein. Den Tierarzt auf jeden Fall. Den Ausbilder, also den Tourguide, brauchen wir natürlich jetzt noch nicht. Wir haben auch noch keine Shops. Das heißt, hier werden wir auch noch nichts machen. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt auf unser erstes Gehege. Und das war jetzt die Frage für mich. Die Vivarien waren grundsätzlich schon mal in die richtige Richtung, definitiv. Was brauchen wir? Wir brauchen ein Tier, das gleich zum Anfang so wenig wie möglich Kosten verursacht bzw. Aufwand. Und was sich eventuell schnell vermehrt, nicht weil wir so viel Spaß dran haben, sondern weil wir dann natürlich auch Tiere verkaufen können. Also, ne? Klingt nach einem Plan. Das heißt, ich habe mal geguckt und ihr guckt mal mit. Ich wollte das halt nicht in das Wikipedia. Da. So. Und was sich hier wirklich anbietet, ist der V. Warum, werden wir uns jetzt mal zusammen anschauen. War eine sehr schöne Idee, die ich aus einem Video rausgezogen habe. Das ist ja wunderbar, ne, was die ganzen Kollegen sich ebenso wie ich auch Arbeit machen und diese Sachen, die sie herausfinden, auch teilen. Danke dafür, ne, immer, auch an die Kollegen natürlich. So, jetzt gucken wir mal. Der blaue V. So, ihr seht schon, der hat eine wahnsinnig kleine Geländeanforderung. Er ist also ja in den Hauptbiomen vertreten. Ihr könnt da nichts verkehrt machen. Geländeanforderung 312 Quadratmeter. Das ist sehr übersichtlich. Ne? Temperaturanforderungen 3 bis 42 Grad. Er braucht nur eine Barriere Grad 1 bis maximal 1,25 oder mindestens 1,25. Wenn wir hier jetzt weiter schauen, Gruppengröße 4 bis 20, ne? Ja, vermehren sich sehr schnell. Anzahl des Nachwuchses pro Paarung 2 bis 6. Trage Inkubationszeit und jetzt aufgepasst, einen Monat. Die Zeit zwischen den Geburten ist dann immerhin 12 Monate. Das sind so Sachen, auf die, ganz ehrlich, habe ich überhaupt nicht geachtet. Und ja, ne? Wir lernen das hier zusammen. Ne? Gut. Ja, der blaue V ist jetzt zwar kein Einzelgänger, aber er profitiert jetzt auch nicht davon, sich mit anderen Tieren den Platz zu teilen. Also es gibt wahrscheinlich andere Tiere in der Art, denen auch ziemlich Pumpe ist, mit wem die ja in einer in einem Gehege sind. Aber ja, er braucht jetzt keine Gesellschaft mit einer anderen Spezies. Jetzt lass mal gucken. Die Hecke, das ist mein Ziel. Da fangen wir auch hier gleich an. Ich will das ein bisschen länglich machen, dass wir hier auch schön. Die sollen laufen, die Viecher, laufen. So, lass mal gucken. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Machen wir noch einen? Ja, komm, einen machen wir noch. So. Das waren, glaube ich, jetzt fünf, ne? Ich glaube. So, lass mal gucken, dass wir es hier ein bisschen ausrichten. Eins, zwei. So, mehr braucht das gar nicht, ne? Also die, wie gesagt. Die sind sehr, ja, sparsame Kameraden. So. Und jetzt hier rüber. Ist jetzt nicht ganz gerade geworden. Aber, ne, auch in den Zoos sieht man nicht immer gerade Gehege. Ne? Das ist halt so. So. 1,25. Die sollten wir aber auch auf jeden Fall runtergehen mit der Höhe. Damit die lieben Freunde hier auch was sehen können, unsere lieben Gäste. Ne? Ich wollte es jetzt hier eigentlich bearbeiten. Moment, warte mal. Barriere bearbeiten. Hallo? Ich wollte die Höhe. Moment, irgendwas habe ich hier gerade missverstanden. Mehrfache Auswahl. Ach Mensch, ich bin auch.
Weg. So, jetzt muss ich halten. So, Moment. So geht das nicht. Hallo. Wieso macht er jetzt die Mehrfachauswahl nicht? Ja, gut, dass mir das live passiert. Ne? Gut, dass mir das live passiert. So, jetzt. Okay, ich muss den Bearbeiten-Modus. Hatte ich nicht richtig angewählt. Ja, es ist ein Lernprozess. Nach wie vor. Und einiges ist dann doch anders als natürlich bei Planet Coaster. Ne? Diese ganze Barrierensache war natürlich überhaupt gar kein Thema bei Planet Coaster. Das sollten wir unbedingt aber auch nochmal wieder spielen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, weil ich schon. So, die Höhe. 1,25 mindestens. Die sollen sie auch kriegen. Jetzt habe ich aber festgestellt, so also wirklich genau auf 5 kriegen wir das nicht. Das haben sie jetzt bei der Konsolenversion nicht so gut gemacht. Also ich finde, mir fehlt hier so ein bisschen, ja, die Feinjustierung, weißt du? 1,10, 20, also man muss schon, ich will versuchen, dass ich wenigstens auf die 1,30 komme. Jetzt, okay. Gut. Jetzt sind es eben halt ein paar Zentimeter mehr, aber wie gesagt, es geht nicht besser. Guti, das haben wir doch gut hingekriegt. Dann brauchen wir jetzt natürlich auch noch einen Eingang. Da brauchen wir jetzt natürlich bei V nicht groß hier ein Fass aufmachen. Da reicht der hölzerne Gehegeeingang. Mehr brauchen wir hier gar nicht. Und dann ziehen wir den Weg auch schon mal gleich bis zum Ende des Geheges. So. Ich bin ein bisschen breiter. Wo war das? Ich glaube, 7 war das, ne? So, warte mal. So, schön immer an der Wand lang, wie ich immer so schön sah. So, vorsichtshalber ein mehr. Man weiß ja nie, was ist. Ich habe schon mal ein bisschen gelinst. Also, die sind wirklich, wirklich pflegeleicht, ja? Wir brauchen jetzt hier natürlich landschaftsmäßig nicht groß was zu machen. Ne? Die Viecher sind überall in Europa zu Hause, sind flexibel. Aber natürlich brauchen sie einen Unterstand, wo sie sich unterstellen können. Mal gucken hier, das war im Gehege. aber wo da? Da sind sie, okay. Da brauchen wir jetzt auch nicht so was Großes. Was haben wir hier? 4x4x4. Was ist hier jetzt der Unterschied? Hä? Haben wir zweimal? Naja, egal. So, den packen wir jetzt hier schön in die Ecke. Dann können sie sich da in die Ecke mokeln, wenn es ihnen zu viel wird. So. Zack. Und, ja. So, ich hoffe auch unseren Gästen gefällt es, dass wir Tiere haben, die sich schnell vermehren, umso mehr haben sie zu gucken und ich hoffe, umso mehr spenden sie auch. Das ist so, ja, meine stille Hoffnung hier bei der ganzen Kiste. Ich wusste jetzt auch gar nicht, dass ich jetzt hier zum Beispiel im Suchfilter anhand des Tiernamens schon allein die benötigten Dinge sortiert finde. Also wie gesagt, ne, man lernt hier immer wieder dazu, ne? Es ist unfassbar. So, wir brauchen jetzt natürlich. Was will er denn jetzt hier? Ach so. Wir brauchen eine große Wasserschüssel und natürlich eine große Futterschüssel. Selbstverständlich. Das machen wir hier mal so ein bisschen in die Mitte, damit die Leute, unsere Freunde auch sehen können, wenn sie speisen. Futterschüssel groß. So. Ja, muss ein bisschen weiter weg. So, wo wir gerade sind, wir machen das denen gleich komplett fertig, dass die gleich hier happy sind, wenn die einziehen. Futter und Wasser. Warte mal. Also was die brauchen als Spielplatz ist tatsächlich, wo ist denn das jetzt? Warte mal. Das finde ich nämlich ganz interessant. Ne? Weil ich fand es interessant, dass sie das überhaupt akzeptieren. Hier, dieses Kräuterwitterungsmarker, das kenne ich von den Wildschweinen eigentlich.
Scheinbar mögen die das auch. Gut. Anyway, was sie natürlich ganz individuell brauchen, das ist diese Suchfutterbox, ne, dass die so ein bisschen Beschäftigung haben. Ich weiß, reicht das jetzt schon? Warte mal, lass mal kurz gucken. Wir können ja nachher, wenn die Jungs das brauchen und die Mädels hier einen Zaun noch machen oder so. Ich glaube eigentlich tatsächlich, dass uns ein Männchen und Weibchen jetzt erstmal komplett reichen. Was ist das denn? Ein Spiegelmobile? Für den V? Guckt der da rein? Können wir später mal probieren. Jetzt aber geht's erstmal ans Eingemachte. Wir gehen nämlich mal auf Geschwindigkeit an und ins Handelszentrum. Denn jetzt werden wir unsere ersten Tiere besorgen. So, nach Spezies suchen. Das machen wir jetzt auch in Zukunft knackiger und schneller. Natürlich hier über den Filter. Ich hoffe, alles klappt so, wie ich mir das jetzt wunderbar vorstelle. Ach so, wir sind in der Tieraufbewahrung. Ja, das bringt natürlich nichts. Nee, Zebra will ich jetzt nicht. Ich will ein V. R2 sogar. So. Zack. Aha. Und das finde ich ja geil. Schau euch das mal an. Ein Albino-V. Ich habe mal einen Versuch gemacht. Da habe ich tatsächlich ein Baby-Albino-V rausbekommen. Sehr süß. Vielleicht haben wir das Glück ja auch nochmal. Jetzt suchen wir uns aber erstmal einen knackigen, strammen jungen Burschen hier. Warte mal. 6,7, 3,7. Haben wir hier mehrere Seiten? Ach Gott, hier, was, oh Gott, oh Gott. Ich habe schon einen gesehen mit 3,2 Jahren. Hier ist auch noch mal einer mit 3,2, aber das ist ein Weibchen. Ah, die können wir schon mal vormarkieren hier. So, warte mal. Die kann schon mal her. So. So, dann brauchen wir natürlich noch einen strammen Herrn. Er hier zum Beispiel. 3,5 Jahre. Der muss jetzt nicht tierisch alt werden, ne? Also jetzt nicht falsch verstehen. Aber so schnell, wie die sich fortpflanzen, ist das eigentlich ziemlich Humpe. So, gut, wo wir gerade dabei sind. Die Kollegen werden jetzt die Tiere bereit machen und versandfertig machen in der Zeit. Gehen wir mal in die Einrichtung. Ja. Womit verdienen wir Geld? Natürlich mit der Zurschaustellung. Wir haben auch einen Bildungsauftrag, auch noch, ne? Das heißt, wir werden jetzt hier zwei, drei Schilder, hier können wir sogar drei hinklatschen bei der Größe, ein paar Schilder hinstellen. Vielleicht schauen wir mal noch ein paar Lautsprecher, müssen wir gucken, wie das hier hinhaut. So einen natürlich hier jeweils ans Ende und einen in die Mitte, würde ich sagen. Und dann müssen wir mal gucken, wo die Leute sich zuerst hinstellen. Dass wir da dann die Spendenboxen klatschen. So. Ja, hier haben wir so ungefähr die Mitte. Das passt. Das ist okay. Warte mal. Na? Okay. Sehr schön. So, dann können wir hier nämlich schon mal die Bildung anknipsen. Ja, so einfach kann man das machen. Bildung an, Clips. Ja. Pustekuchen, weil die Tiere sind noch gar nicht da. Da kommen sie. Vorher geht's ja nicht. Logisch. So, rein mit euch. Und dann müssen wir natürlich gleich auch noch, dürfen wir nicht vergessen, natürlich, einen Pfleger zuteilen. So, da sind die beiden. Ich werde mich gleich ein bisschen genauer um die beiden kümmern. Jetzt erstmal natürlich, ganz wichtig, die Bildungstafeln. So. Also ich werde das jetzt hier einfach als finanzielle Grundlage erstmal bauen. Ne? Also es kann sein, dass ich hier nochmal tutti kompletti umbaue. Aber jetzt geht es erstmal darum, Einnahmen generieren. So, da kommen auch schon die ersten Gäste, was ich sehr nice finde. Ich muss aber trotzdem die Zeit nochmal anhalten. Ich muss euch leider damit nochmal nerven. Auch wenn die jetzt spenden, das wird noch nicht reichen. Wir werden jetzt gleich umgehend auch nochmal
für die Gäste was zu essen, zu trinken und ganz wichtig, sonst gibt es eine Sauerei, eine Tourette ist was anderes, eine Toilette errichten. Leute, was sabbel ich heute? Ja, damit die nicht ins Höschen machen, ne? Ihr wisst schon. So. Jetzt haben wir das eigentlich, finde ich, schon relativ günstig gebaut, alles. Ich werde jetzt auch gleich zum Anfang die Preise ein bisschen minimal anheben, damit der Flow hier gleich kommt mit dem Geld. Und natürlich auch Pipi kostet was, ne? Das sind Kleinbeträge, aber in der Masse, wenn ihr nachher wirklich Massen an Besuchern habt, oder wenigstens ein paar hundert, das läppert sich, Leute, ne? So, das sieht gut aus. So, wo wir gerade beim Thema sind, bevor ich es vergesse. Die Toilette. Da soll uns der Standard erstmal genügen hier. Das kann ruhig in der Nähe der Häuschen hier. Ich glaube nicht, dass die Toilette da sich dran stört, wenn da Betriebsgebäude neben sind. Na, bei den Gehegen sieht es natürlich ein bisschen anders aus, ne? Guti, dann lasst die Spiele beginnen. Ich setze hier schon mal die Preise. Ach ja, die Musik, ne, die kennen wir so schön noch. Vom Planet Coaster. Nicht, dass sie jetzt was Neues komponiert hätten oder so, ne? Aber ist egal. Ist ja alles nur Beiwerk. So, jetzt ist hier noch nicht so viel los. Dann arbeiten wir auch gleich an den Preisen. Und dann müssen wir ganz schnell zu unserem Pfleger und ihm das Gehege zuteilen. Nicht, dass es da Probleme gibt. Aber das ist jetzt wichtig wegen der Finanzierung. Na, schon gleich die erste Kundschaft. Geht gut los. Na, Mülleimer werden wir dann auch ziemlich schnell brauchen. Ich glaube, das mache ich lieber gleich. Bevor es hier Probleme gibt. So, gut, dass es hier die Pausenfunktion gibt. Lass mal gucken. Ich nehme mal den Recycling-Container. Kosten 10er mehr, aber ich glaube, wir fahren damit besser. So, dann nehmen wir die beiden. Können wir hier eigentlich schon mal auch eine Bank hinstellen, wenn wir schon gerade hier sind? Na? Ist ja genauso der richtige, das richtige Eckchen hier. Kannst ein bisschen verträumt auf die Pfauen starren. So. Ich bin gerade am Überlegen, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, was wichtig ist? Frauen sind da. Ja gut, die Mitarbeiter, die müssen wir definitiv gleich in Angriff nehmen. Den Pfleger. Aber Sauberkeit ist natürlich wichtig. Auch außerhalb des Geheges. So. Personal, Personal, Personal. Ah, die Leute haben schon ihren Spaß, das freut mich. Jetzt muss ich aber erstmal unserem Tierpfleger den Spaß verderben, der kriegt jetzt nämlich Arbeit. Arbeitsbereich erstellen. Genau, so, das machen wir jetzt mal. Na, dann werden wir auch gleich hier mal Dingens, ne, und Bummens unsere Reinigungskräfte einweisen. So, das passt. Dann geben wir dem Arbeitsbereich auch den Namen natürlich passend, dass wir gleich Bescheid wissen auf den ersten Blick, für was der Kollege zuständig ist hier. Lieber einen Mitarbeiter mehr und dann wirklich gezielt auf einem Gehege, dass man weiß, da ist immer einer. Meine Meinung. So, bestätigen. Okay, das sieht gut aus. Dann würde ich mal sagen, soll er gleich mal hier andrücken. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte den Strauß, wollte ich sagen, hier den V schon erforscht. Das heißt, wir müssten theoretisch hier auch schon die Qualität des Futters hier entsprechend einstellen können, damit die guten Tierchen sich auch schön entwickeln. Schauen wir mal, wie die Tiere zufrieden sind. Lebensqualität. Spielzeug im Gehege. Echt jetzt? Reicht euch hier das Ding nicht? Na gut.
Gehege-Spielzeug. Ich bin ja gespannt, ob sie diese Spiegelmobile überhaupt anpacken. So, wir bauen das jetzt mal so in einer Reihe, dass es schön übersichtlich ist. So. Das möchte ich mal sehen, was da passiert, wenn der Kollege da rangeht. Ja, jetzt ist er zufrieden. Okay. Ich bin mal gespannt, wann da der Erste rangeht. Was soll das Ding eigentlich? Ja, da ist ein Spiegel, da ist Geklimper. Erkennt der Vogel sich überhaupt? Hat der eine Selbstwahrnehmung? Es ist ja so, dass die meisten Tiere überhaupt gar keine Selbstwahrnehmung haben, wenn ich das richtig mal verstanden habe. Bis auf Säugetiere. Also auch nicht alle, aber viele. So, gucken wir uns den Kollegen mal an. Also er hat hier jetzt auch scheinbar überhaupt nichts zu meckern, was jetzt hier das Reservoir angeht. Sein Revier. Das ist, was ich meinte. Ne? Also wir müssen jetzt hier keinen großen Ufriss machen. Wir müssen nicht die Landschaft irgendwie umreißen, abreißen oder Hügel bauen oder weiß der Teufel was. Einfach Hecke, Tür rein, Vogel rein, läuft. Ne? Und jetzt kriegt er gutes Futter mit seiner Madame. Und ja, wie soll ich sagen, geht hin und mehret euch. Ne? Und dann sollten wir sehr bald viele kleine süße Frauen rumlaufen haben, die wir entweder großziehen als nächste Generation oder eben halt verkaufen können. Was schon mal sehr schön ist. Ne? Was schon mal sehr schön ist. Guti. Dann kommen wir jetzt... Ja, ich habe wieder Froschmalz, sorry, Freunde. Kommen wir jetzt wieder zu einem meiner Favoriten. Nämlich, ihr wisst es, ihr ahnt es wahrscheinlich, den Vivarien. Und ich muss mal jetzt mal kurz nach den Finanzen gucken. Ach so, wir haben noch gar keine Spendenboxen hier, warte mal. Fatal! Geht gar nicht. So, warte mal. Hier, Gäste, zack. Liebe Gäste dieser Welt, gebt mir euer Taschengeld. So. So, da bleiben sie stehen. Dann hauen wir da mal einen hin. Wir müssen mal gucken, wo sie sich sonst noch hinstellen, wenn wir jetzt ein bisschen weiter gebaut haben. Das ist natürlich dann so der Hotspot für Spenden. Ja, da kommen schon die ersten Spenden rein. Danke, danke, danke. So. Ja, Vivarien. Wir müssen mal sehen, was die Finanzen hergeben. Ich würde eigentlich gern so einen Vierer nehmen. Also ein großes Vivarium. Wie gesagt, es richtet sich jetzt so ein bisschen... Das war bei den Einrichtungen, ne? Ja, okay. So, jetzt mal gucken. Vivarium groß. Ja, es sind immerhin 13.000, ne? Das ist... Gut, dann nehmen wir erstmal Mittel. Was mache ich denn da? Himmel, Entschuldigung, Freunde. So, mal ein bisschen wieder am Weg ausnorden. Passt das so einigermaßen? Ja, ne? Also bei Bedarf können wir jetzt zur Seite weiterbauen und dann vielleicht hier so einen Rundgang später machen. Dann nehmen wir eine der Bänke weg. Würde auch gehen. Ne? Jetzt aber schauen wir erstmal, was wir für Tiere kriegen fürs Vivarium. Oh, das sieht aber sehr, sehr übersichtlich aus. Nur Abgottschlangen? Gibt es sonst nichts gerade? Was ist denn da passiert? Okay, fangen wir mal an mit der Abgottschlange. Nehmen wir mal ein Tier, was noch nicht so alt ist. Nee, den wollte ich nicht. Obwohl, ja, ist jetzt auch egal. Bevor wir jetzt hier hin und her machen, ne? So, Abgottschlange, bitteschön. Ich glaube, die hatten wir sogar auch schon erforscht. Hm, okay. Jetzt müssen wir aber natürlich erstmal gucken, hier temperaturtechnisch. Und für den brauchen wir auch natürlich hier, Tierpfleger natürlich auch noch. Machen wir gleich. Jetzt geht es aber erstmal um das Wichtigste. Dass unsere Schlange es schön kuschelig warm hat.
So, das passt schon mal. 25, okay. Luftfeuchtigkeit hoch, mindestens 60, denke ich mal. Ja. Ich mache mal vorsichtshalber 65. Sicher ist sicher. Falls das hier irgendwie schwankt. Ich würde tatsächlich jetzt auch mal die Fenster hier bearbeiten. Hier drüben lasse ich mal offen, weil ich will mir offen lassen, dass wir hier eventuell einen Weg drumherum bauen. Weißt du, dann haben wir nämlich noch mehr Einnahmemöglichkeiten, so von den Seiten her. Jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen Deko für das Tierchen, damit es sich auch hundertprozentig wohlfühlt. So, dann nehmen wir noch eine hohe Sonnenlampe. Et voilà, 100%, Freunde. 100%, mehr geht nicht. Jetzt können wir noch das eine Fenster hier, würde ich sagen. Das eine Fenster, das machen wir jetzt mal dicht hier. Dieses. Warte mal, welches ist das? Ja, das ist es nicht. Man muss immer ein bisschen gucken, ne? Das ist. Okay. Ist das Fenster 1? Ja, okay. Da machen wir dann ein schönes Regenwaldmotiv. Zack, genau. Ne? Wer weiß, vielleicht können sie sich ja mit ihren Nachbarn nicht riechen, ne? Dann lieber hier sowas, ne? Guti, dann machen wir hier dann auch gleich auch ebenfalls nochmal eine Spendendose hin. Warte mal. Ja. Sieht doch gar nicht mal so gut aus. Aber wieso haben wir nur ein Tier hier gerade? Verstehe ich nicht. Egal. Wir brauchen noch einen Mitarbeiter für die Vivarien. Ja, wir werden das zweite Vivarium bei nächster Gelegenheit natürlich auch noch besetzen. Na, ist klar. Deshalb stelle ich jetzt hier mal den Luxus. Gönne ich mir jetzt einfach mal noch einen weiteren Mitarbeiter an. So. Dann machen wir gleich mal einen neuen Arbeitsbereich hier auf. Neuer Arbeitsbereich. Ja, ist ja gut. So, das ist der. Und dann sagen wir mal Vivarien. Können wir später ja noch bearbeiten, falls noch Vivarien dazukommen sollten. So. Und bam. Passt. Passt. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch den Kollegen-Mitarbeiter hier zu teilen. So, wo ist er? Fauen. Joanna Cornell. Jawohl. Die kümmert sich jetzt um Vivarien. Wieso hält keiner da beim Vivarium? Kann mir das irgendjemand sagen? Hallo? Kann mir jemand sagen, wieso sich keiner für unsere entzückende Schlange erwärmen kann? Doch. Hallo, da haben wir schon eine Abgottschlange. Bitte. Genau. Sehet, staunet, spendet. Oh Gott, das Geräusch ist ein bisschen nervig, ne, von der Box. Naja. Wie? Kein Cent? Ja doch, eben. Wollte ich schon sagen hier. Mach keinen Scheiß. So, ja, ich frag mich jetzt, wieso wir keine weiteren Tiere für die Terrarien haben. Warte mal. Haben wir welche in der Tieraufbewahrung? Nee. Nee, Moment, die sind ja sowieso nicht hier in der normalen Lagerung. Ach, Leute, alles nicht so einfach. So, aber so langsam sollte jetzt auch gleich das erste Geld so langsam reinkommen. Ist wirklich leer. Jetzt sind gar keine Tiere da. Ihr wollt mich verkohlen. Eben hatten wir ja noch wenigstens Abgottschlangen. Das ist denn jetzt kaputt.
Ja gut, dann müssen wir mal ein, zwei Tage warten. Guti, dann werde ich jetzt noch ein, zwei Spendeneinrichtungen für die Frauen einrichten hier aufstellen. Wieso ist der aus? Reicht da der Strom nicht? Warte mal. Tatsächlich, damit zu wenig Strom. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier doch tatsächlich, hier, weil da geht kein Gast lang, nochmal ein kleines Ding auf hier, so ein Weg. Und hauen da nochmal einen Stromgenerator hin. Also ich würde sehen, dass ich den auch so schnell wie möglich wieder loswerde, weil der Stromgenerator, ja, verbraucht natürlich auch Geld, ne? Ist klar. Okay, hier ist ordentlich was los. Es wird auch eingekauft und gemacht und getan. Jetzt habe ich aber noch gar nicht bei Chief Beef die Preise angehoben. Das machen wir jetzt auch nochmal schnell. Sonst vergesse ich das nämlich wieder. Wir brauchen jeden Cent, Freunde. So, da auch. Ich mache jeweils mal einen Dollar drauf. Das sollte eigentlich reichen. Ja, wir sehen schon da oben links. Pari wird bald Nachwuchs haben. Das ging schnell. Das ging schnell, Freunde. Das ging richtig schnell. So, Leute, ihr dürft bitte ein bisschen mehr spenden, weil ich muss noch einen Generator bauen. Das hilft nichts. So, Riga. Mitarbeiter weg. Die machen wir wieder schön schmal. So. Ich weiß ja gar nicht, wie das so allgemein ist, ob alles, was ich erforscht habe, den vorherigen Durchgängen noch da ist. Ich hoffe mal ja, weil dann können wir eventuell ein kostengünstiges Windkraftwerk bauen. Das wäre gar nicht so schlecht. So, jetzt müssen wir mal in die Betriebseinrichtung schauen. Ja, tatsächlich. Wir können Solarpanel bauen. Ist auch nicht schlecht. Machen wir erstmal Solar hier. Ja, ich möchte es so weit wie möglich natürlich weg, aber auf der anderen Seite muss es natürlich hier auch abdecken, ne? Das ist... Eon, neue Energie. So, Strom ist da. Und jetzt laufen sie auch ein bisschen weiter. Okay. So, den Rest lasse ich jetzt erstmal so. Der Weg da drüben, der geht mir ein bisschen auf den Sender. Warte mal. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich so nicht. Das wollte ich so nicht. Genau, ich wollte den normalen Weg hier weiterführen. So. Okay. Ja, das sieht doch ganz okay aus. Das können wir jetzt so lassen. Der ganze Bums läuft. Wir bräuchten jetzt nur noch ein zweites Vivarium-Tier und dann wäre ich eigentlich soweit schon mal ganz happy. Hat sich irgendeiner von den Frauen schon beschäftigt mit diesen... Naja, egal. Auf jeden Fall, wir haben Küken. Guck mal. Sind die nicht süß? Ja, der latscht hier gerade mal durchs Essen. Super. Gucken wir uns mal an. Hier haben wir ein Weibchen. Sind die nicht knuffig? So.
Also es hat sich hoffentlich bezahlt gemacht, dass ich hier nur das Beste für meine Tierchen geholt habe. Ich hoffe, wir haben gesunde Küken hier rumlaufen, die uns ebenfalls wieder und wieder und wieder und wieder mit Nachwuchs beglücken werden. Und da kann ich nur sagen, Ladies and Gentlemen, der Markt ist eröffnet. Ob allerdings irgendwann hier irgendwer mal mit diesem Ding hier spielt, also ich sehe noch nicht mal einen neugierigen Blick von den Viechern. Ganz ehrlich. Naja, egal. So, ich werde jetzt erstmal auch jetzt nicht weiter investieren. Jetzt muss ein bisschen Geld reinkommen natürlich. Und vor allen Dingen Vivarientiere. Das kann doch nicht sein. Wieso gibt's hier keine Tiere? Was ist da los? So, jetzt gehen wir mal in die Tieraufbewahrung. Ne, da ist auch nichts. Warte mal. Handelsverlauf. Belohnung. Nee. Ach so, ich habe hier Filter drin. Warte mal. So. Aber ich glaube, Vivarientiere finde ich da nicht mit drin, oder? Was? Ich habe Warzenschweine auf Reserve? Ja, auch schön. Gut zu wissen. So, wir gucken mal. Also ich glaube fast nicht, dass wir hier die Vivarientiere mit dabei haben. Wir können mal hier die Probe aufs Exempel machen. Ich gebe mal ein hier Spinne. Nee. Keine Chance. Nee, nee. So, die Inspektorin inspiziert, wo wir gerade dabei sind. Hier fehlt noch eine Mülltonne, sehe ich gerade. Ich bin auch gerade am Inspizieren, das trifft sich gerade sehr gut. Biotonne. Wo bist du? Da. So, hier vorsichtshalber auch noch. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie, wie die Herrschaften sich aufführen, ne? Ist ja so. Hier haben wir die Seite abgedeckt, da sollte das hinhauen. Ah, da ist er. Nur ein bisschen steif, die Dame, ne? Sind die gerade auf der Hacke umgedreht? So schlimm ist der Zoo auch nicht. Also das Faungehege ist, ich sag mal, mehr als großzügig. Aber wenn wir jetzt hier schon mehrere Viecher rumrennen haben, ne, dann ja. So, spenden die? Okay. Spenden ist wichtig. Spenden ist richtig und wichtig. So, da haben wir unseren Techniker. Hab ich so... Ach so, Moment. Jetzt können wir mal die Zeit nutzen. Jetzt sind wir schon beim Thema Mitarbeiter hier. Jetzt werde ich hier auch mal unserer Putzkraft den Eingangsbereich und das, was wir bis jetzt jedenfalls gebaut haben, zuweisen zur Reinigung. So, Zoopfleger. Wieso eigentlich Zoopfleger? Das ist dann doch Reinigungskraft. Ne? Ein Pfleger ist für mich ein Pfleger. Also, ja, Tierpfleger. Finde ich ein bisschen komisch. Oder vielleicht ist es mal wieder so einer dieser berühmt-berüchtigten Übersetzungsfehler. Ich habe keine Ahnung. So, dann lass mal gucken.
So, das können wir hier schon mal alles mit auswählen. So. Also ich werde ihn das wahrscheinlich nicht alleine machen lassen können auf Dauer, weil es dann eben aufgrund der Länge dieses Geheges dann doch ein bisschen doof. Aber wir lassen es jetzt erstmal so. Wie nennen wir das mal? Ja, nennen wir es Eingang. Wissen wir ja, was gemeint ist. So. Bäm. Muss ja alles irgendwie so seinen Plan haben, ne? Alter, der ist unterwegs. Guck mal hier, der macht einen Marathon. Hallo? Alles gut? Und sie spielen immer noch nicht mit dem Mistding. Ja, ist ja gut. Macht er hier? Nee, er dreht schon um hier. Oder sie, in dem Fall. Wusste gar nicht, dass Frauen solche Läufer sind. Ich sehe die immer so nur so bedächtig schreiten, aber hier so dieses Rumgehüppel ist schon sehr witzig. Vor allem mit dem langen Schwanz hinten dran. Sieht schon so ein bisschen comic-mäßig aus. So, die Kleinen, die hörst du nur, die kannst du kaum sehen in dem hohen Gras. Da sind sie. Okay. Also, die haben ihren Spaß, auch ohne das Spiegelmobile, aber ich glaube, das ist denen auch ziemlich egal. So, ihr seht, unsere Einnahmen gehen langsam, aber sicher, nach oben. Ne, und wie ich schon sagte, hier, ne, Toiletten. Hier machen sie sich schon bezahlt, ne. Das sind 50 Cent pro Nase. Das macht was aus. Und hier bei Galpi und Chief Beef haben wir jetzt jeweils einen Dollar plus Umsatz. Zusätzlich Umsatz. So, dann gucken wir uns mal den Bericht an vom Inspektor. Sauberkeit, beste Note. Bildung, ein Punkt. Ja gut, wir können ja jetzt noch nicht so viel machen. Aber keine Sorge, das wird schon. Wir kommen darauf zurück. So, wir warten hier bei den Frauen, bis die ein bisschen älter sind, geschlechtsreif, mehr oder weniger. Dann können wir die ersten verkaufen und dann brauchen wir nur warten auf die nächste Brut und so sammeln wir uns da ein bisschen Geld für die nächsten Tiere. Apropos Tiere, wie lange muss ich jetzt eigentlich warten, bis hier wieder Tiere ins Vivarium kommen? Ja, jetzt im Ernst, jetzt gab es eben gar nichts, jetzt gibt es wieder nur eine Abgottschlacke, Schlange. Eine Abgottschlacke ist auch schön. Was ist das bitte? Was ist eine Abgottschlacke? Wie komme ich darauf? Keine Ahnung. Ja, die Jungs haben irgendwas vor. Ich weiß nicht was. Belauern die irgendwas? Keine Ahnung. Ja, also ich will jetzt hier noch ein bisschen warten, bevor wir eine nächste Attraktion bauen. Ja, nebenbei gesagt, ist momentan auch ein bisschen schwer, eine Attraktion zu bauen, ne? Weil so viele haben wir noch nicht. Ne? Wir können aber eins mal gucken, das fand ich sehr knuffig. Das war, warte mal. Das war ein ganz bestimmter Shop, also nicht ein bestimmter Shop, sondern ein gewisses Layout für einen Shop. So, was haben wir hier? Merchandise. Genau. Der Truck hier, den finde ich so süß. Guck mal. Da kann man einen Tresen für ein beliebiges, ja, Unternehmen würde ich fast sagen, ne? Aber für ein entsprechendes Angebot einbauen. Den stellen wir hier jetzt mal ganz cool in die Gegend. Bam. Und dann bauen wir mal den Tresen rein für einen Merchandise-Stand. So. Das wird jetzt natürlich ein bisschen fummelig, aber das geben wir uns. So. Das sind die Sachen, wofür ich Planet Coaster und auch Planet Zoo liebe. Dass man hier basteln kann, Sachen ändern kann, umfunktionieren kann. Guck mal,
Sieht doch geil aus, oder? Bam! Und schon haben wir einen Merchandise-Laden in einem kleinen Truck. Könnte natürlich auch ein Foodtruck sein oder ähnliches, ne? Ich finde das klasse. So, dann werden wir hier auch mal ganz unauffällig die Preise schon mal dementsprechend anpassen. Hallo? Ich will jetzt nicht meine Kamera zentrieren, ich will den Laden hier die Preise angleichen. So, jetzt. Ich glaube, das Ding hat auch eine ziemlich hohe Szeneriebewertung, so ganz nebenbei. So. Hier gibt es übrigens nicht nur Ballons, sondern auch Partnerprogramme, also Spendenprogramme, wo die Besucher regelmäßig spenden können. Also da können wir auch nur ein, zwei Dollar raufgeben, das werden die uns nicht übel nehmen. Aber, ne, jeder Dollar zählt hier gerade. Okay, das sieht gut aus. Ja, genau, jetzt geht's los. Jetzt kommen die Partnerpakete. Also auch da gehe ich jeweils 1 Dollar oder 2 Dollar hoch. Ich lasse jetzt erstmal beim 1 Dollar, ne? Man will ja jetzt nicht unverschämt werden. Wie haben wir noch Jubiläumsballons? Mein Gott. Ich dachte, wir wären mit den Ballons jetzt durch hier. Jetzt kommen sie mit Jubiläumsballons um die Ecke hier. Ja, jetzt haben wir natürlich hier diese und jene Motive. Die müssen wir natürlich alle angleichen. So, jetzt. Junge. Oha. Kommt gut an, das Ding hier, ne? Kommt gut an. Schau mal. Schön. Also das finde ich schöner als jede andere Ladendeko, diesen kleinen, knuffigen Truck. Und ihr seht schon, das Geld, das wir jetzt gerade investiert haben in diesen kleinen Truck mit dem Tresen, kommt sehr schnell wieder zurück. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Jetzt müssen wir mal gucken, für was für Gebäude wir eventuell Zuteilungen brauchen. Hier zum Beispiel sehen wir gerade Arbeitsbereich, Eingang, Tierfliegerhütte. Nee, das ist schon in Ordnung. Eingang hier für die gesamte Bagage, das passt. Da brauchen wir nichts ändern. Was haben wir hier? Holzbereich Eingang, das passt auch. Arbeitsbereich Eingang. Passt. So, das ist alles wunderbar. Läuft. Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen Schluck auf. So. Ja, gut, da haben wir das Handelszentrum, mit dem ich jetzt allerdings gerade nicht wirklich viel anfangen kann. Ja, also ihr seht jetzt unten links die Kohlen für den Truck, die haben wir jetzt schon gerade wieder locker wieder draußen. So, und das lassen wir jetzt einfach mal durchlaufen, Freunde. Und in der nächsten Folge kann ich euch dann hoffentlich zeigen, wie wir aus diesen bescheidenen, einfachen Anfängen dann doch schon mal eine gute finanzielle Basis geschaffen haben, ohne wirklich einen riesen Aufwand zu betreiben. Und wer weiß, vielleicht habe ich dann schon wieder Vivarientiere wieder. Schauen wir mal. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Und an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die mich supporten. Zum Beispiel als YouTube-Mitglied, wie zum Beispiel der Micha1307. Du kannst mich auch unterstützen, natürlich mit jedem Like, Follow oder Abo. Natürlich auch mit einer Spende auf Tippi, wenn du willst und vor allen Dingen, wenn du kannst. Oder mit einem Kauf bei Instant Gaming. Da gibt's PC- und Konsolenspiele bis zu 90% günstiger. Die Links gibt's in der Videobeschreibung. Und damit bis zum nächsten Mal.
Metal-Leute. Abonniert alle Peru Plays von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschüss.